Hallo, ich bin Melvin, ich komme aus Nicaragua, ich bin 31 Jahre alt, ich bin seit 2019 hier in Deutschland, fast 4 Jahre, und ich gebe ein bisschen Tanzunterricht bei Willkommen Kulturhaus, Merengue, Salsa und Bachata. Das ist eine gute Frage, ich finde es sehr gut. Wenn du zum Beispiel andere Leute hilfst, das ist ein gutes Gefühl. Als ich in mein Land war, war ich in der Rote Kreuz. Ich habe die Leute geholfen, zum Beispiel gebe ihnen erste Hilfe. Und hier in Hamburg, ich war in einer anderen Organisation, das ist Gavet Sound, und wir helfen die Leute auf die Straße mit Essen und ein bisschen Klamotten. Ich habe auch in dem Willkommen Kulturhaus, das ist eine andere Organisation, dass ich ein bisschen Tanzunterricht biete für die ältere Leute und auch jugendliche Leute. Hier in Deutschland gibt es einen Verein, das ist Mitmacha, und sie hat mir erzählt, dass ich in andere Organisationen oder andere Leute helfen kann als Freiwilliger, und sie hat mir ein bisschen orientiert, wo kann ich ein bisschen helfen. Das ist ein gutes Gefühl. Viele Leute gehen auf der Welt in eine, nur eine Perspektive, in eine Richtung. Aber wenn du zum Beispiel andere Leute hilfst, diese Perspektive ist andere. Das ist eine große Perspektive, das kannst du fühlen. Das ist eine gute Frage. Wenn du zum Beispiel andere Leute auf der Straße hilfst, und du kannst diese Leute hat ein bisschen Hunger und ein bisschen kalt, sie hat keine Klamotten, und du gehst ein bisschen Essen und auch ein bisschen Kleidung, du kannst eine Lachen in diese Leute geben, und das ist ein gutes Gefühl. Wenn du diese Möglichkeit hat, dass du kannst fühlen sehr voll. Das ist auch eine schöne Frage. Und mein Lebensmotto wäre, hilft, egal welche Person. Wenn die Leute braucht ein bisschen Hilfe, warum hilfst du nicht?